Es ist nun schon gut 65 Jahre her, als mit dem ersten sogenannten Blutspendenachweis das Zeitalter der Transfusionsmedizin in Erlangen begonnen hat. Viel hat sich seither in der Medizin, im Blutspendewesen und auch in Erlangen getan. Aus den beschaulichen Anfängen ist heute eine Abteilung entstanden, die annähernd alle Facetten der modernen Transfusionsmedizin abbildet und die Patienten des Universitätsklinikums mit den neuesten Blutpräparationen jeglicher Art zuverlässig versorgt. Dieses Unterfangen ist jedoch nur mit Hilfe engagierter Blutspenderinnen und Blutspender möglich, die große Teile ihrer Freizeit opfern, um in unserer Abteilung zur Ader gelassen zu werden. Neben historischen Aspekten war ein Symposium anlässlich des 65-jährigen Jubiläums primär diesen Menschen gewidmet, um ihren Einsatz im Sinne des Allgemeinwohls zu würdigen. Frau Privatdozentin Rülsinger vom Erlanger Institut für Geschichte der Medizin zeigte in eindrücklicher Weise auf, dass in weit zurückliegenden Zeiten das Transfusionswesen doch eher etwas Abenteuerliches hatte und sich um das Thema Blut viele Mythen rankten, die nicht immer den heutigen Kenntnissen entsprachen. Wenn Sie an das 17. Jahrhundert denken, da fällt Ihnen vielleicht der 30-jährige Krieg ein, vielleicht die Belagerung Wiens durch die Osmanen, vielleicht, wenn Sie weniger martialisch gestimmt sind und etwas genussfreudiger, dann fällt Ihnen ein, dass im 17. Jahrhundert die ersten Kaffeehäuser in Europa errichtet wurden und dass der Tabak nach Europa kam im 17. Jahrhundert und im gleichen Jahrhundert auch bereits verboten wurde. Hier in Franken 1654, absolutes Tabakverbot. Und dennoch ist das 17. Jahrhundert tatsächlich auch das Jahrhundert, in dem die Bluttransfusion zum ersten Mal durchgeführt wurde. Und ich kann dieses Datum noch enger fassen, denn das Jahr des 17. Jahrhunderts, das den Dreh- und Angelpunkt für die Transfusion bildet, den Dreh- und Angelpunkt, und das ist ein wichtiger Meilenstein auch für die Medizingeschichte, das war das Jahr 1628. Was geschah im Jahr 1628? Dieses Jahr erlebte die Entdeckung, die erste Beschreibung des Blutkreislaufs. Dieser Aderlass nun ist, wenn man so möchte, der erste Schritt zur Bluttransfusion. Denn durch den Aderlass hat man gelernt, mit den Venen umzugehen, die Venen zu eröffnen und Blut zu entziehen. Und für eine Transfusion ist das ja der erste Schritt, der Blutentzug. Man muss den Stoff erst einmal bekommen, bevor man in jemand anderes einflößen kann. Annähernd 300 Mal ging Herr Jeckel schon den Weg zu unserer Blutspende. Er hilft uns somit, die Versorgung der Patienten unseres Universitätsklinikums mit Blutpräparaten seit Jahrzehnten aufrechtzuerhalten. Und er scheint dies immer wieder gern zu tun. Guten Morgen. Herr Jeckel wird heute Blutplättchen spenden. Das Prozedere vor einer solchen Spende ist seit vielen Jahren das gleiche. Neben der Messung von Temperatur, Blutdruck und Puls müssen auch einige Formulare kontrolliert werden. Die transfusionsmedizinische und hämostasiologische Abteilung unter der Leitung von Professor Eckstein hat sich gerade auf solche besondere Spenderarten spezialisiert. Bei diesen Blutspenden werden immer nur bestimmte Blutbestandteile entnommen, in der Fachsprache Apherese genannt. Insbesondere die eisenhaltigen roten Blutzellen, die Erythrozyten, bekommt der Spender in jeder Sitzung automatisch wieder zurück. Das hat den Vorteil, dass der Spender aufgrund des geringen Eisenverlustes bis zu 26 Mal pro Jahr bei uns spenden kann. Ein wichtiger Schritt hierbei ist die Desinfektion der späteren Punktionsstellen, um die Einschleppung von Hautkeimen in die Blutprodukte zu verhindern. All das ist Routine in unserem Spendebetrieb, wird aber immer wieder aufs Neue kontrolliert. So, guten Morgen, Herr Jeckel. Hallo. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen denn? Gut, danke. Ist irgendwas zu berichten? Nichts zu berichten. In den letzten 4 Wochen irgendwas gehabt? Die Hustenschnupfen, Heiserkeit, Durchfall, Fieber. Ich guck mal die Lymphknoten an, ob da irgendwas geschwollen ist. Ist auch alles in Ordnung? Haben Sie in den letzten 10 Tagen irgendwelche Medikamente gebraucht? Aspirin, Schmerzmittel oder sowas? Hex? Ja, das ist sozusagen startklar. Dann kontrolliere ich mal die Maschine. Gut, das schaut gut aus. Jeder Blutspender muss vor einer Spende einen ausführlichen Fragebogen zu seinem Gesundheitszustand beantworten. Dieser wird dann direkt vor der Spende nochmals von ärztlicher Seite kontrolliert.
Neben den Untersuchungen des Blutes gewährleisten diese Informationen den hohen Sicherheitsstandard der Blutprodukte. So, alle Fragen beantwortet. War alles klar soweit mit den Fragen? Naja, Sie wissen es ja mittlerweile doch schon. Bald 300 Mal, ne? Gut, das passt alles. Dann sind wir bereit. Ziehen wir uns noch ein paar Handschuhe an. Herr Jeckel spendet die Blutblättchen heute in einem sogenannten zweiarmigen Verfahren. Hierfür muss er an beiden Ellenbogen punktiert werden. Auf der einen Seite wird das Blut entnommen, in den Zellseparator geleitet und dort aufgetrennt. Dabei werden die Blutplättchen abgetrennt und das Restblut auf der anderen Seite wieder zurückgegeben. Mal die hier. Nicht erschrecken. Sehr schön. Das war's. Und? War es arg schlimm? Hat es arg wehgetan? Nee, nee. Ich konnte nicht. Für die Untersuchungen auf Infektionserreger, die Blutgruppe und den Eiweißgehalt des Blutes werden bei jeder Spende Proben entnommen. Sehr gut. Dann kann ich Sie jetzt anschließen? Jawohl. Und ist weg. Die Stauung brauchen wir oben nicht mehr. Und jetzt können wir den Rückfluss nehmen. Jetzt haben wir Sie soweit angeschlossen. Brauchen Sie noch irgendwas? Nö. Können Sie Fernsehen gucken? Kopfhörer? Ja, aber nicht schlecht. Dann ist schlecht. Ja. Achtung. Das können Sie uns zwar nicht mehr verstehen, aber dafür sind Sie da. Dankeschön. Viel Spaß. Während der Spende kann sich Herr Jeckel nun entspannen, sich über die neuesten Nachrichten informieren oder einen Spielfilm anschauen. So vergeht die Zeit von circa einer Stunde wie im Flug. So, Herr Jeckel, haben wir es wieder mal geschafft, jawohl. Ist alles gut gegangen? Auch nach der Spende werden die Zellen des Blutbildes kontrolliert. Zur Sicherheit des Spenders wird auf diesem Weg der Verlust an Blutplättchen analysiert, um einen zu starken Verlust an Blutplättchen beim Spender zu vermeiden. Die Sicherheit des Blutspenders ist oberstes Prinzip. Nachdem alle Proben entnommen sind, wird die Kanüle wieder aus der Vene entfernt. Um einen blauen Fleck zu vermeiden, wird die Einstichstelle danach für einige Minuten komprimiert. Damit der Spender hier nicht selbst drücken muss, wird dies auf elegante Art und Weise über einen mit leichtem Druck angelegten Stauchschlauch erledigt. Das sogenannte Blutplättchen oder Thrombozytenkonzentrat enthält die kaum vorstellbare Zahl von 300.000 Millionen Thrombozyten in ca. 250 Milliliter Plasma. Gegenüber dem Vorkommen im Blut sind die Thrombozyten in diesem Präparat um ca. das Fünffache angereichert worden, weshalb man auch typischerweise von einem Konzentrat spricht. Ja, Herr Jeckel, und jetzt haben Sie wieder eine Spende mehr, sozusagen. Sie haben nach meinen oder unseren Aufzeichnungen haben Sie nun 295 Blutspenden in unserer Abteilung, in der Universitätsklinikum geleistet. Wie war denn das? In welchem Jahr haben Sie denn damit angefangen? Ja, angefangen habe ich 1964. Was hat Sie damals bewogen, so eine Blutspende? Ganz einfach, ich war beim Hausarzt, hatte ein paar so Pickerle im Gesicht. Mhm. Und er hat gesagt, geh auch mal Blutspenden. Mit dem Papier im Gesicht? Ja. Und wie hat er das denn gemeint? Ja, ich soll Blutspenden gehen. Blutreinigen. Das Blutreinigen? Ja. Und seitdem bin ich da. So ein ganz junger Mensch. Und wie war das all die Jahre? Ist es Ihnen gut bekommen? Ja. Ja. Damals hatten wir ja nur Vollblut gespendet. Das ging relativ schnell. Mhm. Aber nur nie Probleme gehabt. Ohne Probleme. Und nee. Wie war das dann, als es an die Maschinen gekommen sind? Auch keine Probleme. Dann war das das erste Mal? Wissen Sie das? Oder? Nee, das weiß ich nicht mehr. Aber das ist nur irgendwo noch im alten Spenderaum in der Chirurgie. Haben Sie nie Nebenwirkungen? Nein, nein. Das ist ja ab und zu, das ist auch heute noch. Da haben wir so 30 Sekunden lang die Lippe kribbelt, aber das ist schon alles. Und das macht das kann, steckt man weg sozusagen. So ist es, ja. Wie lange wollen Sie uns denn noch treu bleiben als Spender? Wie lange dürfen Sie noch begrüßen? Das weiß ich nicht, wie lange ich spenden darf. Wissen Sie gar nicht? Nein. Wie alt sind Sie denn jetzt? Ich wäre jetzt im März 66. Dann haben Sie sogar noch 2 Jahre. Bis zum 68. Lebensjahr dürfen Sie anspenden. Ja, dann kommen Sie auf Besuch. Dann kommen Sie auf Besuch, genau. Doch nicht nur altgediente Blutspender gehören zu unserem Spenderstamm, auch der Nachwuchs ist wichtig. Diese junge Frau ist heute zum ersten Mal bei uns und spendet Plasma.
So, Frau Frey, hallo. Hallo. Das ist ja Ihre erste Blutspende heute. Mhm. Die Voruntersuchungen waren alle in Ordnung, also es waren Werte. Und Sie kriegen auch heute Ihren sozusagen eigenen Blutspendeausweis. Mhm. Das ist bei der ersten Spende schon. Die Voruntersuchungen waren ja in Ordnung. Sie sehen, dass hier jetzt eben neben Ihrem hübschen Bild letztendlich dann die Blutgruppen... Der Blutspendeausweis enthält neben der Blutgruppe auch die Anzahl aller bislang geleisteten Blutspenden. Wie sind Sie denn eigentlich drauf gekommen, diese Blutspenden bei uns? Also mir hat das ein Freund erzählt gehabt und ich finde es halt schön, wenn man sozusagen mit der Spende Menschen helfen kann und außerdem auch sozusagen beim selbst sein eigenes Blut testen kann, sozusagen, ob man das die Werte in Ordnung sind, regelmäßig. Haben Sie denn jetzt bei der Spende irgendwas bemerkt? Nö. Irgendwas belastend für den Körper? Nö. Außer dem Einstich vielleicht? Ja, nee, sonst nicht. Gar nichts. Sehr schön, dann hoffen wir, dass Sie uns weiterhin die Treue halten. Ja. Danke. Nach Ende der Spende wird das Thrombozytenpräparat nun für seinen weiteren Weg zum Patienten vorbereitet. Eine Mitarbeiterin nimmt das Konzentrat von der Maschine ab. Ein wichtiger Schritt hierbei ist das Entfernen überschüssiger Luft im Präparat, das sogenannte Entlüften. Schließlich soll der Patient später nicht Luft, sondern Thrombozytenkonzentrat transfundiert bekommen. Das Konzentrat wird hierbei nicht eröffnet, sondern die Luft geschickt in die Maschine hineingedrückt. Generell ist das Öffnen des Präparates nicht erlaubt, um das Eindringen von Keimen zu verhindern. Die Sterilität der Präparate kann somit gewährleistet werden. Darum erfolgt auch das Abtrennen des Präparates vom Schlauchsystem im Zellseparator mittels eines speziellen Abschweißvorganges. In der Blutbank des Klinikums angekommen, wird es von einer medizinisch-technischen Assistentin in Empfang genommen. Der erste Weg führt dann sofort zu einem speziellen Lagerungsschrank. Hierin werden die Thrombozytenkonzentrate bei 20 bis 24 Grad Celsius gelagert und behalten bis zu 5 Tage auch außerhalb des Körpers ihre Fähigkeit zur Blutgerinnung bei. Die Thrombozytenkonzentrate werden leicht hin und her geschaukelt, um ein Verklumpen zu verhindern und den Stoffwechsel der Blutplättchen aufrechtzuerhalten. Also unsere Hauptabnehmer sind selbstverständlich die Chirurgen und bei den Internisten die Hämato-Onkologen, sowohl bei den Kinderklinikern als auch bei den Erwachsenen. Hämato-Onkologie bedeutet? Behandlung von Tumoren, aber auch Behandlung von Leukämien, Lymphomen, malignen Systemerkrankungen, die sehr aggressiv mit Zytostatika behandelt werden. Dabei wird das Knochenmark in Mitleidenschaft gezogen, sodass die Blutbildung aufs Heftigste beeinträchtigt wird. Und diese Patienten müssen dann sehr ausgiebig mit Blut versorgt werden. Im Grunde sind diese Therapien nur möglich, wenn es eine differenzierte Blutversorgung in einem Klinikum gibt. So ein großes Universitätsklinikum wie Erlangen benötigt zwischen 20.000 und 30.000 Erythrozytenkonzentrate pro Jahr, etwa 5.000 Thrombozyten und andere Spezialkonzentrate und dann natürlich noch eine ganze Menge an Gerinnungsfaktorenkonzentraten, die ebenfalls über die Blutbank, die hier am Haus in Form der transfusionsmedizinischen und hämostasiologischen Abteilung auch die Blutgerinnungspatienten mitbetreut verteilt werden. Blutgerinnungspatienten? Was hat man sich da vorzustellen? Was sind das für Patienten? Da hat man sich einmal Patienten vorzustellen, die eine Blutungsneigung haben, also eine zum Beispiel erbliche Blutungsübel, wie die Bluterkrankheit als solche. Aber im Vordergrund steht heute eigentlich eher die Thromboseneigung, insbesondere bei chirurgischen Eingriffen, wo die Patienten längere Zeit immobilisiert sind, beziehungsweise eben nicht ganz so mobil nach der Operation wieder sind. Diese Patienten bedürfen einer intensiven, auch klinischen Betreuung durch die Abteilung. Jeden Blutspender untersuchen wir also vor jeder Blutentnahme auf das Vorliegen einer Hepatitis B, einer Hepatitis C, einer HIV-Infektion und auf Lewis und in besonderen Fällen auch auf das Vorliegen einer Zytomegalovirus-Infektion und einer Parvovirus-B19-Infektion, dies insbesondere bei Spezialpräparaten. Am Patienten kommen nur Präparate von Blutspendern zum Einsatz,
die bezüglich aller dieser Infektionsmarker negativ sind. Und wir sind keineswegs mehr in der Situation der 80er Jahre, wo mit vielen Blutkonserven Infektionskrankheiten übertragen wurden. Die Sicherheit der Blutprodukte ist heute sehr, sehr hoch. So beträgt zum Beispiel das Risiko, über eine Blutkonserve mit einer HIV-Infektion infiziert zu werden, 1 zu 30 Millionen. Nicht nur die Untersuchungen der Blutspender werden in den Laboratorien der Abteilung durchgeführt, auch die notwendigen und unumgänglichen Tests vor einer Transfusion gehören zum Arbeitsalltag der dort tätigen Mitarbeiter. Mithilfe modernster Technik erfolgt die Durchführung der sogenannten Kreuzprobe vor der Transfusion roter Blutzellen, den Erythrozyten. Diese Zellen sind im Körper für den Sauerstofftransport verantwortlich und tragen Merkmale auf ihrer Oberfläche, die als Blutgruppen bezeichnet werden. Es gibt über 20 solcher Blutgruppensysteme und prinzipiell kann ein Mensch gegen jedes Merkmal in einem solchen System Antikörper bilden. Diese speziellen Eiweiße können in seltenen Fällen dann im Rahmen einer Transfusion zur Zerstörung der transfundierten Erythrozyten führen, was fatale Folgen haben kann. Dies gilt es daher unbedingt zu vermeiden. Hierzu werden die Erythrozyten, die transfundiert werden sollen, mit dem Serum des Patienten vermischt und auf Verträglichkeit untersucht. Dieser Test stellt die bereits erwähnte Kreuzprobe dar. Auf sogenannten Mikrotiterplatten oder auf Gelkarten, wie hier demonstriert, können positive oder negative Reaktionen sichtbar gemacht werden. Bereits bei der Lagerung im Blutdepot werden die wichtigsten Blutgruppensysteme, das AB0- und Rhesus-System, berücksichtigt und die Erythrozytenkonzentrate bei 2 bis 6 Grad Celsius entsprechend getrennt gelagert. So hat die Mitarbeiterin im Notfall schnell einen Überblick über vorhandene Präparate und kann deren Bestand leicht kontrollieren. Gerade in den Urlaubszeiten ist das Depot leider aufgrund der fehlenden, da urlaubenden Blutspender nicht immer gut bestückt und Blut ist dann ein knappes Gut. Die Überwachung der Lagerungsbedingungen sowie die korrekte Durchführung der notwendigen Untersuchungen werden im Rahmen eines ausgeklügelten Qualitätsmanagementsystems überwacht. Ja, Qualitätsmanagement spielt in der klinischen Transfusionsmedizin eine entscheidende Rolle, um die Herstellung sicherer Blutprodukte zu gewährleisten, aber auch um die Durchführung richtiger Analysen mit zutreffenden Testergebnissen sicherzustellen. Insofern kann man zusammenfassend durchaus sagen, Qualitätsmanagement in der Transfusionsmedizin ist der Schlüssel für eine sichere Versorgung der Patienten mit sicheren Blutprodukten. Nachdem alle Untersuchungen erfolgreich durchgeführt worden sind, ist auch unser Thrombozytenpräparat frei zur Transfusion und wurde bereits für eine kleine Patientin der Kinderklinik angefordert. Eine Krankenschwester der Station überprüft beim Abholen des Präparates im Labor nochmals die beiliegenden Unterlagen und macht sich dann auf den Weg zurück zur Station. Hallo Gabriela, wie geht's dir? Ganz gut, oder? Guck, jetzt kommt das Thrombozytenkonzentrat. Jetzt hängen wir jetzt da an. Du kennst dich ja schon aus, gell? Das hast du ja schon häufiger gehabt. Und auch bisher immer ganz gut vertragen, gell? Die kleine Gabriela leidet an einer bösartigen Erkrankung und musste sich einer Chemotherapie unterziehen, die leider auch die blutbildenden Zellen des Knochenmarks in Mitleidenschaft gezogen hat. Um durch die sehr niedrige Zahl an Thrombozyten nicht Gefahr zu laufen, eine schwerwiegende Blutung zu erleiden, ist sie auf die Zufuhr gespendeter Thrombozyten angewiesen. Die Kinderärztin überwacht die Gabe des Präparates sehr genau und gibt über eine Transfusionspumpe die Geschwindigkeit vor, mit der das Präparat der kleinen Patientin transfundiert wird. Läuft jetzt relativ schnell ein. Etwas Gabriela ist bereits eine sehr routinierte Patientin und lässt die Therapie geduldig über sich ergehen. Erfreulicherweise hatte sie noch nie irgendwelche Nebenwirkungen auf die Blutpräparate nach der Transfusion. Und so huscht auch heute doch ein Lächeln über ihr Gesicht. Durch die Erkrankung meiner Tochter, sie hat ja jetzt schon einiges an Chemos hinter sich und nach jeder Chemo fahren ja die Blutwerte ziemlich nach unten und sie braucht eigentlich fast nach jeder Chemo auch ein Thrombozytenkonzentrat. Und ich als Vater bisher habe eigentlich noch nie gespendet und werde wahrscheinlich auch jetzt
demnächst im Geist der Spende erscheinen, weil ich auch hier im Krankenhaus gerade auch mit meiner Tochter gesehen habe, wie wichtig es ist, dass gerade für sie, dass auch mal Blut oder Thrombozyten bekommt. Frau Dr. Rettinger, Sie haben jetzt gerade der kleinen Patientin Thrombozyten gegeben. Jetzt sind es Blutzellen von anderen Menschen. Wissen Sie, gerade in der Kinderheilkunde, wann ist denn da Bedarf da und wie ist denn das? Was führen Sie da für Therapien durch, dass Sie das benötigen? Also in der Regel ist es so, dass im Rahmen der Chemotherapie, nach der Therapie, in einem speziellen Zeitraum, meist 7 bis 14 Tage, die Blutwerte recht stark sinken. Die Patienten auch vermehrt infektanfällig sind, wenn die Leukozyten vor allem ihre niedrigsten Bereiche erreichen und auch eine vermehrte Blutungsneigung haben. Und in dem Fall würden wir ganz gerne Blutplättchen transfundieren. Also zum einen kann es sein, dass akut Reaktionen auftreten. Die Patienten reagieren in Form von Hautausschlag, Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle, Kreislaufreaktionen im schlimmsten Fall. Das können wir aber ganz gut eindämmen, indem wir entsprechende Medikamente verabreichen. Kommt sowas häufig vor? Nee, das ist in der Regel recht selten. Er hat im Augenblick 386 geleistete Blutspenden. Ist sicherlich einer der Rekordhalter, die man so bundesweit finden kann, außer vielleicht in kommerziellen Plasmadiensten. Aber wir machen ja auch zelluläre Präparate, Thrombozyten, es gibt bei uns Monozyten, manche machen wir zwischendurch im Vollblut, das heißt, es ist alles gemischt. Solange bis menschliches Blut nicht vollständig durch künstliche Produkte ersetzt werden kann, und dieser Zeitpunkt ist derzeit immer noch in weiter Ferne, benötigen wir Blutspender und deren Engagement. Die moderne Medizin, die immer mehr möglich macht und neue Therapiemethoden etabliert, ist ohne Blutpräparate und eine moderne Transfusionsmedizin nicht vorstellbar. Darum wäre auch der medizinische Fortschritt ohne das Engagement dieser Mitbürger nicht in dem Maße möglich, wie wir alle dies erwarten. Im Namen aller Patienten und Mitarbeiter des Universitätsklinikums Erlangen möchten wir uns bei unseren Blutspenderinnen und Blutspendern auf das Herzlichste für deren Mithilfe bedanken und hoffen, dass sie uns auch in Zukunft die Treue halten werden. Auch als Vorbild für alle anderen Menschen unserer Gesellschaft.